Fettsäuren bestehen im Grunde genommen aus einem Gerüst aus Kohlenstoffen, wo dann auch die Wasserstoffe praktisch dran binden. Und zwischen diesen Kohlenstoffatomen, wenn dort nur eine Einfachbindung ist, da sprechen wir von gesättigten, rein gesättigten Fettsäuren. Und wenn zwischen diesen Atomen zum Beispiel abwechselnd eine Doppelbindung besteht, das heißt eine stärkere Bindung auf molekularer Ebene, dann sprechen wir von ungesättigten Fettsäuren. Die können mehrfach sein, können einfach sein. Wenn wir als Beispiel nehmen, die Omega-3-Fettsäuren, die ja in aller Munde sind, das sind langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die noch zum Schluss noch eine Raffinesse haben, je nach Bindung. Deswegen die Omega-3, das liegt an der Position des Endmoleküls an der Fettsäure.